Ja, herzlichen Dank, liebe Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch draußen an den Geräten. Leider ist der Thilo nicht da, kommt nächstes Mal wieder. Ich stehe heute vor Ihnen, um über ein Thema zu sprechen, das viele von uns betrifft, einige sicherlich schon persönlich erlebt haben. Die Preisgestaltung auf Frankfurter Veranstaltungen. Und hier ganz speziell die Fanmeile. Wir haben eben gehört, Frankfurt gibt 32 Millionen Euro für die EM aus. Und trotzdem kostet ein Bier auf der Fanmeile stolze 7 Euro. Lassen Sie uns das mal in Relation setzen. Ein Mensch mit einem monatlichen Einkommen von 1200 Euro netto, nachdem er seine grundlegenden Lebenserhaltungskosten gedeckt hat, hat dann sehr wenig Spielraum für Freizeit und Genuss. Nehmen wir an, nach Abzug von Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln und weiterem Pipapo bleiben ihm noch 200 Euro für Freizeitaktivitäten übrig. Sehr optimistisch geschätzt, aber nun mal. Wenn wir nun 7 Euro pro Bier betrachten, so könnte sich dieser Mensch gerade einmal 28 Bier im Monat leisten. Das heißt, eine ganze EM mit einem Bier am Tag verleben. Das ist doch nicht realistisch, meine Damen und Herren. Da nur sehr wenige Menschen ihr gesamtes Freizeitmittel überhaupt für Bier ausgeben möchten oder können, ich verstehe selbst nicht warum, aber dennoch muss dieser Betrag auch für andere Bedürfnisse, kulturelle Aktivitäten, soziale Treffen oder einfach mal Tiefkühlpizza abgedeckt werden. Schnell wird klar, 7 Euro für ein Bier ist für viele Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche finanzielle Belastung. Und hier reden wir noch nicht einmal von Familien, wo das Budget noch weiter gestreckt werden muss. Die Fanmeile aber soll ein Ort für gemeinsames Erleben und für gemeinsames Feiern sein. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Menschen aus allen sozialen Schichten. Doch mit solchen Preisen, meine Damen und Herren, schließen wir einen Großteil unserer Bevölkerung einfach mal aus. Und hier möchte ich Sie nochmal auf den Frankfurter Bierkrawall von 1873 hinweisen, bei dem 20 Menschen aufgrund von Unruhen wegen erhöhter Bierpreise ihr Leben ließen. Wie viel soziale Spaltung verträgt diese Stadt? Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis wir endlich eine Bierpreisbremse auf den Weg bringen? Es ist ein Trauerspiel. Und da rede ich noch nicht mal vom Vorrunden aus, meine Damen und Herren. Unser Ziel muss es sein, Veranstaltungen so zu gestalten, dass sie für alle zugänglich und erschwinglich sind. Ein überteuertes Bier mag auf den ersten Blick harmlos erscheinen, doch es symbolisiert eine größere Ungerechtigkeit und soziale Ungleichheit, die wir nicht ignorieren dürfen. Deshalb appelliere ich an Sie, liebe Stadtverordnete, die Preisgestaltung auf der Fanmeile zu überdenken. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen finden, um die Veranstaltung inklusiver zu gestalten und sicherzustellen, dass niemand aufgrund finanzieller Einschränkungen nüchtern bleiben muss. Es geht nicht nur um Bier, sondern um Teilhabe und Gemeinschaft. Unser Stadtrat Klöckner hat gute Erfahrungen damit gemacht, dem Volk auch mal Freigetränke, eher in Form von Champagner, auszugeben. Beim letzten Tag der Eintracht wurden so in kurzer Zeit 1000 Euro vergesellschaftet. Dies soll ein gutes Beispiel sein und ich rufe euch alle auf, die Preise auf der Fanmeile, notfalls auch mit Privatgeldern von uns, auf ein erträgliches Niveau zu deckeln.